Herzlich willkommen zu Let's Talk About Science, der Talkshow über die Fachbereiche der Universität Bremen. Die globale Digitalisierung ist nicht aufzuhalten und wenige Handlungen sind noch unabhängig von technischem Fortschritt vorstellbar. Und jedes Programm, jede App beginnt unter anderem auch hier im Fachbereich 3 Mathematik und Informatik. Zum Gespräch darüber begrüße ich meine Gäste Professor Dr. Rolf Drexler. Sie sind Dekan des Fachbereichs sowie Professor für Rechnerarchitektur. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ebenfalls begrüße ich Anna Gerhardt. Sie sind Informatikstudentin im 6. Semester und haben gerade ihre Bachelorarbeit abgegeben. Ebenfalls herzlich willkommen. Hallo. Herr Drexler, der technologische Fortschritt beschäftigt sich ja viel mit Dingen, die wenige Jahre zuvor noch oftmals unvorstellbar für einen Großteil der Gesellschaft waren. Welche zukünftigen Technologien bewegt denn der Fachbereich zurzeit? Also der Fachbereich 3 hat ja sagen, einerseits mit der Mathematik und der Informatik einerseits eine ganz alte Disziplin, nämlich die schon ein paar Jahrtausende alt ist, und eine ganz junge Disziplin. Und insofern vereinen wir damit natürlich auch so einerseits die Grundlagen, aber bis hin zu ganz aktuellen Entwicklungen. Und das kennt jeder von uns, dass die Digitalisierung momentan so in aller Munde ist, dass man also heute die Digitalisierung, digitale Komponenten kaum noch wegdenken könnte. Und das ist genau ohne diese beiden Disziplinen kaum denkbar, nämlich die Mathematik einerseits, die Grundlagen bildet, und andererseits dann aber auch heute in der Anwendung sehr viel diese sogenannte Technomathematik oder Industriemathematik, die umgesetzt wird, aber auch in der Informatik heutzutage kaum noch wegzudenken. Jeder benutzt heute Smartphones. Wir sind gerade in den letzten Jahren sehr intensiv mit Videokonferenzen unterwegs und da haben wir das natürlich auch alle kennengelernt. Und das sind genau die Themen, die uns auch in dem Fachbereich dann sowohl in der Lehre, aber auch in der Forschung beschäftigen. Ein Stichwort bzw. drei, mit dem man öfter im Fachbereich konfrontiert wird, ist Mind, Media and Machines. Was hat es damit auf sich? Mind, Media, Machine ist einer der sogenannten Wissenschaftsschwerpunkte der Universität. Die Universität hat momentan 4 große Wissenschaftsschwerpunkte und einer davon ist ganz zentral auch bei uns im Fachbereich mit angesiedelt und wird von da aus gestützt und bespielt. Und das ist genau dieses Mind, Media und Machine. Das sind also, kann man sagen, so Überbegriffe. Wir haben also verschiedene dieser Begrifflichkeiten dort, wo wir entsprechend auch dran arbeiten. Und das machen wir einerseits im Fachbereich, aber insbesondere auch in Kollaboration mit anderen Fachbereichen. Also gerade wenn wir über jetzt zum Beispiel den Menschen, Mind, Media, Machine, wo auch Mind eine Rolle spielt. Das kann in Kooperation mit dem Fachbereich 2, mit den Kognitionswissenschaftlern sein aus der Biologie. Wir sind aber im Bereich Media, wo wir einerseits selbst einen Studiengang digitale Medien betreiben, dann aber auch in enger Kooperation mit den Kommunikationswissenschaftlern. Und insofern sind also gerade diese Wissenschaftsschwerpunkte typische Einheiten der Universität, die interdisziplinär arbeiten, wo also viele Leute dann sich zusammenfinden. Aber gerade Mainz Media Machine wird also zentral vom Fachbereich 3 dann auch von der Informatik dort bespielt. Also ein Thema, das im Fachbereich verwurzelt ist und diese Wurzeln schlagen sich quer durch den Universitätsbetrieb. Die wachsen sozusagen so stückweise weiter, jawohl. Frau Gerhardt, Sie selbst haben Erfahrungen in puncto Interdisziplinarität erlebt. Sie waren Teil des Projekts Tiefsees in Kooperation mit dem MAROM, dem Zentrum für Marine- und Umweltwissenschaften. Erzählen Sie doch bitte ein bisschen über dieses Projekt. Ja, also das ist daraus entstanden, dass wir eine Kooperation mit dem MAROM haben. Da ist ein Professor, der eben bei uns im Fachbereich angesiedelt ist, Ralf Bachmeier. Und ja, auf diese Art und Weise war es dann eben möglich, ein Projekt in Kooperation mit dem MAROM zu veranstalten. Das bedeutet, wir sind dann eben auch rübergegangen, haben uns dort dann in den Räumen vom MAROM einerseits ja, abgesprochen und uns überlegt, wie wir das Projekt planen können. Aber dann später sind wir eben auch unten in die Werkstätten gegangen, haben dort dann große Experimente aufgebaut. Wir haben kleine Wasserfahrzeuge ja, in so Tauchbecken reingesetzt, um eben zu testen, wie die sich dann verhalten. Das grundsätzliche Ziel war es, herauszufinden, wie wir die Aufzeichnung von Meeresrobotern
besser auswerten können, live auswerten idealerweise, weil es eben, wenn so eine Tauchexpedition losgeht, eben ja viel vertane Zeit wäre, wenn wir jetzt irgendwas Spannendes dort eigentlich gerade im Bild haben, aber gar nicht mitbekommen, dass das der Fall ist. Und genau da setzt eben dieses Projekt an. Was auch noch ganz interessant ist, ist eben, dass es in dem Zusammenhang möglich war, dass wir uns jedenfalls mit drei Personen aus dem Projekt nach Kroatien begeben konnten, auf eine internationale Konferenz, wo wir uns dann eben auch so allgemein, dass wir jetzt vor dem Projekt mit der Materie auseinandersetzen konnten und dann eben auch ja, Demos gesehen haben, wie das dann im Feld direkt aussieht, theoretische Vorträge, alles, was dazugehört. Ein großes Beispiel für die Kooperation des Fachbereiches, die endet nicht einfach nur zwischen den einzelnen Fachbereichen, sondern greift noch um einiges weiter. Unter anderem kooperiert der Fachbereich ja auch mit dem Fraunhofer-Institut für digitale Medizin, dem MEVIS. Wie fügen sich in diesem Institut bzw. in der Kooperation hier die Medizin und die Informatik zusammen? Also MEVIS ist ein Fraunhofer-Institut, das ist also formal nicht Teil der Universität, aber es gibt eine sehr enge Kooperation damit und es ist auch so, dass die Leitung der jeweiligen Institute dann häufig Professoren der angegliederten Universitäten sind. Und bei MEVIS geht es um digitale Bildgebung, also gerade in der Medizin hat sich ja in den letzten Jahren, Jahrzehnten enorm durch die Technologie auch etwas entwickelt und sind neue Möglichkeiten entstanden. Und bei Fraunhofer beschäftigt man sich mit dann Bildgebung, zum Beispiel bei Operationen, um dann assistierende Systeme den entsprechenden Medizinern zur Verfügung zu stellen. Weil es ist natürlich, umso bessere Daten man hat, umso bessere Informationen man hat, umso besser kann man dann auch später die Menschen behandeln. Und das wird genau dort in enger Kooperation dann auch gepflegt. Das ist ein Institut, was mal ursprünglich aus der Mathematik heraus kam, also auch damals von einem Kollegen dort getrieben wurde, die Gründung, und jetzt aber auch sich in der engen Kooperation weiterentwickelt hat. Gerade bei MEVIS wurde jetzt gerade vor 2 Wochen noch ein neues Gebäude auf dem Campus eingeweiht. Also insofern ist es dann auch jetzt, können wir sagen, leibhaftig geworden, dass man dort auch diese Kooperation auf dem Campus dann weiterentwickelt. Apropos neue Gebäude, da komme ich direkt zum NEOS-Neubau auf dem Universitätsgelände, das im nächsten Jahr eröffnet wird. Dies ist die Heimat für das neue Digital Hub Industry und beherbergt unter anderem Industriepartner. Wie treffen in diesem neuen Gebäude Forschung und Wirtschaft aufeinander? Das ist eine ganz wichtige Sache, dass wir genau diese Kooperation auf dem Campus leben. Das ist also sehr stark initiiert, auch von der Firma Anchorway. Anchorway ist eigentlich auch eine Ausgründung mal aus der Informatik gewesen, nämlich aus dem TZI, ein Innen-Institut der Universität. Dort haben sich Mitarbeiter mit einer sozusagen sehr cleveren Idee ausgegründet. Es ist inzwischen eine große Firma geworden mit über 100 Mitarbeitern und die sind jetzt genau auf dem Campus dann auch sesshaft geworden. Und aber das Entscheidende ist, dass jetzt ein Gebäude entsteht, in dem nicht nur eine Firma ist, sondern auch industrielle Partner weiter mit dazukommen, aber auch von der Universität dann Arbeitsgruppen mit angesiedelt werden, sodass es dann also möglich ist, eine sehr enge Kooperation zu pflegen. Und das ist auch genau, was wir wollen, dass wir weiter Startups, dass wir Neugründungen unterstützen, aber auch die hier ansässigen Firmen dann mit der Forschung aus Bremen unterstützen können. Wenn wir von so viel Kooperation sprechen und so vielen Themen, die mit den digitalen, mit der Informatik und der Mathematik verbunden sind, welche beruflichen Perspektiven sind denn gängig in Ihrem Fachbereich? Ja, einmal kann man generell sagen, dass wir unseren Absolventinnen und Absolventen immer ganz herausragende Jobmöglichkeiten bieten können, denn sowohl Informatiker, Informatikerinnen, Mathematiker, Mathematikerinnen sind überall gesucht. Also es ist eher so, dass wir sehr viel Anfragen von Firmen bekommen, die sagen, ob wir ihnen denn Absolventinnen und Absolventen empfehlen können. Das also klassisch natürlich in der Softwareentwicklung einerseits, aber auch in Unternehmensberatung an unterschiedlichsten Stellen werden heute diese Kompetenzen gebraucht. Und wir haben ja jetzt gerade in jüngster Zeit zum Beispiel gesehen, wie wichtig ist Statistik, dass wir also auch klassische Disziplinen der Mathematik, zum Beispiel jetzt, wenn es im Rahmen Corona darum ging, auch all diese Daten auszuwerten
und damit dann auch zu sagen, was sind wirklich wichtige Daten, was sind vielleicht irgendwelche Sachen, die in einem normalen Rauschen liegen, all das auch sauber zu analysieren und zu verstehen, da bedarf es genau dann Leuten aus unserem Fachbereich. Es gibt also verschiedene Berufsperspektiven, die erreicht werden können. Wenn wir von Perspektiven sprechen, je mehr unterschiedliche Perspektiven es gibt, desto besser. Dementsprechend möchte ich einmal Ihr Bemühen in puncto Diversität innerhalb des Fachbereiches ansprechen. Welche Schritte wurden dort ergriffen? Wie arbeiten Sie in dem Bereich? Also man kann sagen, schon durchaus große Herausforderung seit vielen Jahren ist, dass gerade in diesen technischen Bereichen und auch im Bereich der Informatik und Mathematik auch Frauen bis heute noch unterrepräsentiert sind. Das ist also schon ein langjähriges Anliegen, dass man das verbessern kann. Da gibt es verschiedenste Maßnahmen, die wir schon gemacht haben. Wir haben zum Beispiel eine Sommerschule schon seit vielen Jahren in Bremen, die Informatiker-Feminale, wo dann auch Studentinnen von überall aus der Republik, also jetzt nicht nur aus Bremen, sondern auch aus ganz Deutschland zusammenkommen und dann von auch insbesondere Dozentinnen unterrichtet werden, also dass man auch dieses Rollenmodell etwas leben kann und dass wir also auch versuchen, an den Stellen dann auch noch Frauen auch für den Studiengang weiter zu begeistern. Insbesondere auch im Studiengang Digitale Medien, wo so dieser Kreativaspekt eine große Rolle spielt, ist das auch schon sehr gut gelungen. Aber das ist auch was, wo man nicht müde werden darf, wo es also durchaus weitere Anstrengungen bedarf. Nicht zuletzt auch vielleicht im Bild der Gesellschaft, um auch diese, gerade weil diese Jobs halt auch sehr gute Perspektiven haben, dann auch junge Frauen dafür gewinnen zu können. Das klingt sehr vielversprechend. Ich teste das vielleicht einfach direkt. Frau Gerhardt, können Sie diesem Eindruck zustimmen? Spüren Sie das Bemühen des Fachbereiches? Spüren? Also im Studium selbst merke ich davon jetzt nicht mehr ganz so viel. Also es gibt Angebote durchaus. Was dann halt eben die Realität ist, ist dann eben doch ein relativ niedriger Anteil von Frauen. Aber ich würde es mal so andersrum sehen. Von den Leuten, die sich wirklich in den Studiengang einbringen und sehr intensiv mit dabei sind und dann am Ende wahrscheinlich auch den Abschluss machen. Das ist auch ganz klar, dass dort Frauen ja repräsentiert sind und sich auch einbringen. Und ich bin einfach auch immer sehr froh über die Beiträge. Für viele Menschen ist Mathematik ein sehr stressiges Thema. Dass es auch anders geht und dass Mathematik sehr viel Spaß bedeuten kann, zeigt uns nun ein kleiner Einspieler über das Bremer Fußballroboterteam Be Human. An! Ja! So, ja! 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 Herr Drexler, das BeHuman-Team ist nun schon mehrfacher Weltmeister, dieses Jahr erneut Weltmeister geworden. Wie sieht der Zusammenhang zwischen der Teilnahme an so einem Wettbewerb und den Erkenntnissen und Ergebnissen aus Forschung und Lehre aus? Also gerade die Robotik und die künstliche Intelligenz ist einer der Schwerpunkte sowohl in der Lehre, aber auch insbesondere in der Forschung in Bremen. Und dieses Team BeHuman resultiert aus einem studentischen Projekt. Also gerade das Projektstudium ist in Bremen sozusagen was ganz Besonderes, dass Studierende in einer Gruppe von 10 bis 20 Personen dann sich einer Aufgabe von 1-2 Jahren widmen. Bei dem BeHuman-Team ist es sogar noch länger. Das ist sozusagen ein kontinuierlicher Prozess, weil das eben sehr gut ankam, weil das sehr großes Interesse hervorgerufen hat. Und hierbei geht es darum, dass man in einer Kooperation von einem universitären Projekt gemeinsam mit dem DFKI, dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, eine Gruppe hat, die über viele Jahre diese Roboter programmiert
und auch stückweise weiterentwickelt. Hierbei geht es um so einen sogenannten Standardroboter, den man eigentlich von der Stange weg kaufen kann und dem aber immer mehr Leben einzuhauchen. Und vieles, was wir jetzt gerade gesehen haben, was so Kleinigkeiten sind, dass wenn er umfällt, dass er wieder aufsteht, dass er überhaupt seine Umgebung wahrnimmt, dass er ein Ziel verfolgt, nämlich er will ein Tor schießen und die Gegenmannschaft versucht, das zu verhindern. Also dass man auch diesen Wettbewerb dort mit dabei hat. Das sind sehr, sehr viele Herausforderungen, auch auf dem Weg hin, dass wir schauen können, ob denn Roboter sich vielleicht mal irgendwann in unserer natürlichen Welt werden dann auch bewegen können. Bis heute ist das noch nicht der Fall. Also man sieht ja nie irgendwo Roboter rumlaufen, vielleicht nur so ein Rasenmäherroboter oder ein Staubsaugerroboter, aber das ist sehr eingeschränkt, was die bisher dann von ihrer Bewegung her können. Und genau daran lernen wir viel. Und natürlich auch für die Studierenden ist es ein tolles Training, dass man also viele Fähigkeiten, also sei es Bildverarbeitung, Wahrnehmung, auch Bewegung von Robotern und sowas dann alles auch lernen und dann auch erarbeiten kann und hoffentlich dann auch später auch gut einsetzen. Ein gutes Beispiel für die Vorteile von spielerischem und vor allem auch praktischem Lernen. Frau Gerhardt, Sie haben eben auch schon über Ihre eigenen praktischen Erfahrungen gesprochen. Ist Praxis ein großes Thema in dem Fachbereich? Absolut. Also ohne Praxisbezug ist es dann eben doch schwierig, sich vorzustellen, wofür das Ganze am Ende gebraucht wird. Und deshalb gibt es eben auch einige größere Softwareprojekte, die sich mit einem ziemlich praxisnahen Thema dann jeweils beschäftigen. Also das geht halt bloß ungefähr im dritten Semester, wo wir dann häufig eben auch Themen aus der Praxis haben, wo es dann eben darum geht, eine Software für, wir hatten das mal von der Schule, zu entwickeln, die dann eben ja wie in einem normalen Softwareentwicklungsprozess dann erarbeitet wird. Das setzt sich dann in den schon genannten Projekten fort. Und auch sonst gibt es eben die genannten Kooperationen. Es gibt die Möglichkeit, Praktika zu machen und anrechnen zu lassen. Also es ist an verschiedensten Stellen ein Praxisbezug da. Herr Drexler, Sie haben eben schon die Kreativität angesprochen in Ihrem Fachbereich. Sie selbst sind auch kreativ geworden mit diesem Buch Noch analog oder lebst du schon? Erzählen Sie doch bitte einmal ein bisschen darüber. Eigentlich ganz untypisch, dass es ein Buch ist, weil eigentlich ist das ein Buch über einen Internet-Comic. Und das ist ein Comic, den ich gemeinsam mit einem früheren Mitarbeiter von mir, Jannis Stoppe, der ja auch Co-Autor des Buches ist, schon seit 4 Jahren herausgebe. Und jeden Montag gibt es neu auf den klassischen Medien, so Twitter, Instagram, Facebook, dann einen neuen Nerdman-Comic. Und wir schauen uns einfach die Digitalisierung an, wir schauen uns die typischen Themen an, die uns alle betreffen, sei es künstliche Intelligenz, sei es Digitalisierung, manchmal aber auch nur Sozialverhalten als Ganzes und versuchen, ich würde sagen, einerseits Interesse zu wecken für diese Themen und aber auch an manchen Stellen etwas aufzuklären, zu informieren, nicht mit erhobenem Zeigefinger, dass man jetzt sagt, das muss man jetzt wissen, sondern einfach mit Spaß und da glauben wir, dass Comics da ein guter Zugang sind. Absolut, auf diese Art und Weise macht man bestimmt die Themen des Fachbereichs um einiges greifbarer für die Allgemeinheit. Zum Abschluss eine letzte Frage an Sie, Herr Drexler. Welche Art Student ist in Ihrem Fachbereich gut aufgehoben? Es sollte auf alle Fälle immer jemand sein, der motiviert ist, der für ein Thema brennt, der begeistert ist von diesen ganzen Themen, die man eben heute, wir haben Digitalisierung, wir haben Zukunft als Ganzes. Kaum was hat gerade unsere jüngere Vergangenheit so sehr geprägt wie die Digitalisierung. Gerade in den letzten 1-2 Jahren, wenn wir im Rahmen auch für Schülerinnen und Schüler, die mit Homeschooling zu tun hatten. Also es ist sehr wichtig, dass man auch mit diesen Medien umgehen kann. Und deshalb muss man Interesse haben. Natürlich eine gewisse Vorbildung in dem Rahmen, sei es mathematischer Art, naturwissenschaftlich interessiert. Immer einen Bezug auch zur Logik, aber wir müssen auch ganz klar sehen, dass natürlich die Bereiche der Informatik auch sehr viele sozialwissenschaftliche Themen angehen. Also es gibt ja heute kaum noch Bereiche, wo man gar nichts mehr mit Computern zu tun hat. Und natürlich ist das was, wo wir auch zunehmend in die Breite gehen. Und jeder, der hier ein interessantes Feld sieht, um auch die Zukunft mitzugestalten, der ist bei uns gut aufgehoben. Ein breit gefächertes und allgegenwärtiges Thema, die Digitalisierung im Fachbereich 3, kann man viel darüber lernen. Ich bedanke mich für das Gespräch bei meinen Gästen, Professor Dr. Rolf Drexler und Frau Enna Gernhardt. Und ich bedanke mich ebenfalls fürs Zuschauen und schönen Tag noch.